Nur der Punkt ist, dass du nicht realisierst, dass der Mann nicht dieselben Gefühle für dich hat, wie du für ihn. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Wieso werden Männer immer so kalt, wenn sie sich verlieben? Männer werden nicht kalt, wenn sie sich verlieben. Wo hast du den Schwachsinn her? Wenn du Männer kennenlernst, ja, die kalt werden, wenn sie sich verlieben, dann hast du keine Ahnung, wie sich ein Mann verhält, der sich verliebt. Weil dann hast du es ja immer mit Männern zu tun, die so tun, als wären sie verliebt, oder du glaubst, sie wären verliebt. Verstehst du? Weil ein Mann, der sich verliebt, der wird nicht kalt, Mann. Genau das Gegenteil passiert. Er wird noch warmherziger, weil er dir zeigt, dass er es ernst meint. Weil wenn er dich liebt, dann will er das Beste für dich. Was bedeutet, er will, dass es dir gut geht. Verstehst du? Der Punkt ist, wenn du es immer mit Männern zu tun hast, von denen du glaubst, na, die werden immer kalt, wenn sie verliebt sind, dann lernst du Männer kennen, die entweder extrem instabil sind und gar kein Potenzial für eine Beziehung haben, oder aber du realisierst nicht, dass wenn du glaubst, dass er sich verliebt, dass es einfach nur Desinteresse ist. Verstehst du? Das passiert so häufig. So viele Frauen glauben, ja, immer wenn der Mann Gefühle entwickelt, der wird so kalt. Ja, nein, er zieht sich zurück. Er zieht sich zurück, weißt du? Nein, das ist nicht der Fall, Mann. Nur der Punkt ist, dass du nicht realisierst, dass der Mann nicht dieselben Gefühle für dich hat, wie du für ihn. Du bist verliebt. Und vielleicht setzt du den Mann so unter Druck, dass er dir sogar sagt, ja, ich habe mich auch in dich verliebt. Gleichzeitig aber distanziert er sich, weil du ihm zu viel Druck gemacht hast. Weil du dafür sorgst, dass er das Interesse verliert. Deswegen wird ein Mann kälter. Ein Mann wird kälter und distanziert sich und zieht sich zurück, wenn er das Interesse verliert. Das bedeutet, dass du immer davon ausgegangen bist, ja, jetzt ist der verliebt, weil es geht ja in Richtung Beziehung. Und so wie er sich verhält, der ist bestimmt verliebt. Aber der zieht sich zurück. Das machen Männer bestimmt dann. Nein, Mann, machen Männer nicht. Männer ziehen sich nur zurück, wenn sie kein Interesse haben, Mann. Bedeutet, wenn der Typ sich zurückzieht, wenn er sich distanziert, der liebt dich nicht. Der hat kein Interesse. So hart das auch klingt, aber es ist halt die Wahrheit.